Gideon Meatplant, eigentlich eine gute Map für uns, alles klar. Ja, hi. Ich wollte heute so ein bisschen in diesem Video mal über das Anniversary Event sprechen und Own a Legion. Oh no. Oh no, was habe ich gerade gesagt? Eine gute Map für uns? Ja, am Arsch. Oh, das wird ein Shitfest. Oh, scheiße. Ja, ich wollte so ein bisschen darüber sprechen, was ich von dem neuen Chapter halte und was ich von den ganzen Sachen auf der Roadmap halte, die angekündigt wurden. Oder geleakt wurden, sind wir jetzt mal ehrlich. Das gesamte Anniversary wurde geleakt. Ja, also das neue Chapter sieht sehr interessant aus. Ich mag den Killer sehr gerne, Mindbreaker. Ich mag den Survivor jetzt nicht so gerne, ist jetzt nicht so mein Fall. Hank. Okay, das war kein Fastfall, what? Okay. Die Map sieht interessant aus. Fuck you. Aber ich habe Angst, dass die Map wieder so ein Problem haben wird wie Garden of Joy. Vielleicht nicht unbedingt groß, aber unglaublich viel Mist, der einem als Killer einfach nur zum Verhängnis werden kann. Genauso wie wo? What? Habt ihr es gesehen? Ah, da oben. Okay, da vorne meine ich. Aber ja, ich habe Sorge, dass bei der neuen Map es möglicherweise sein könnte, dass es schrecklich für Killer wird. Also wirklich, nicht nur so ein bisschen, sondern halt wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Denn wir haben so viele neue Pflanzen, wo ich denke, holy shit, Mann, das kann ein Problem für Bubba werden, wenn die eine scheiß Collision haben. Trapper kann mit der Map nichts anfangen, Stealth Killer auch nicht wirklich, außer vielleicht Onryo so ein bisschen. Also niemand profitiert von der Map, habe ich das Gefühl, außer vielleicht, keine Ahnung, die üblichen Verdächtigen. Nurse, Blight, Pinhead, vielleicht ein, zwei andere Killer, denkst du dir aus? Aber ja, müssen wir schauen. Designtechnisch aber wirklich großartig. Kann man nichts sagen. Generell Designteam 10 von 10, immer. Nein! Fuck you! No! Oh, okay. Das hat nicht funktioniert. Egal. Aber ja, was haben wir denn noch? Ah ja, genau. Nicolas Cage als Survivor. Also, die auf meinem Discord-Server sind, Link dazu übrigens in den Kommentaren und in der Videobeschreibung, haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich sehr gehypt bin. Nicolas Cage, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und ja, das kam so unerwartet. Also, immer noch. Ich kann gar nicht glauben, was alles angekündigt und, naja, geleakt wurde. Aber ich werde es jetzt schon mal manifestieren. Ich werde Nicolas Cage als einen meiner ersten Survivor auf Prestige 100 bringen. Das verspreche ich, weil ganz ehrlich, ich möchte es auch machen. Wirklich. Mein Pinhead ist gerade bei, ich glaube, Prestige 52. Und mit dem Anniversary Event und hoffentlich dann mit den 107% Blutpunkte Offerings, sollte das eigentlich kein Problem sein. Oh, da hat mein Switch. Alles klar, ich dachte, es wäre Deadlock oder so gewesen vorhin. Genau. Und was Behavior selber angekündigt hat, okay, es wurde eigentlich auch geleakt, aber egal. Die zwei Chapter nach Nicolas Cage werden beide lizenziert sein. Also wir haben sozusagen ein komplettes lizenziertes Chapter und ein Killer-Paragraph-Chapter. Und da bin ich sehr, sehr überrascht drüber. Bedeutet, wir bekommen drei Lizenzen hintereinander, Nicolas Cage und zwei andere. Und anscheinend sollen die Lizenzen auch riesig sein. Also vermutlich so, wie es klang, in der Größenordnung von irgendwie The Evil Within oder Outlast oder Alien vielleicht sogar, wer weiß. Ja, da würde ich sagen, sollten wir mal etwas genauer drauf gucken. Allzu viele Optionen gibt es ja gar nicht mehr, würde ich sagen. Vielleicht noch Freitag der 13. Also von riesigen, ikonischen Lizenzen. Daher, ja. Was wurde noch angekündigt? Ah ja, genau. Anti-Camping, wo wir gerade schon dabei sind. Anti-Camping-Features wurden angekündigt. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das vielleicht ein Problem werden könnte. Vor allem auf Indoor-Maps wie hier beispielsweise. Weil was ist, wenn oben jemand festgehakt wird und unten, unterhalb des Hakens, wird ein anderer Survivor gechased? Wird dann die Hit-Detection vom Haken auf die zweite oder auf die erste Ebene runtergehen und das dann als Camping einstufen und der Survivor wird dann Cobeen? Weil so wird es funktionieren. Umso länger der Killer in einem speziellen Radius bleibt von dem Haken, wird der Survivor, egal ob First Stage oder Second Stage, dazu in der Lage sein, sich selber abzuhaken. Und meiner Meinung nach ist das ein potenzielles Problem. Aber okay, dafür sind PTBs da. Das wird Behavior wahrscheinlich nochmal anpassen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem.
Aber grundsätzlich erstmal ein Feature, was ich sehr willkommen heiße. Genauso wie DC-Bot. Sprich, wenn diese Cheryl jetzt DC'en würde, würde sie ersetzt werden mit einem Bot. Und das würden dann die Survivor auch sehen, am Hard, genauso wie der Killer. Und, ja. Kann man nichts zu sagen. Ich glaube, DBD Mobile hat das schon seit einem Jahr oder so, oder zwei Jahren inzwischen. Und, ja. Super Change. Und ich kann kaum erwarten, das irgendwie zu sehen. Genauso wie, ja, eine Searchbar. Für Add-ons, Perks, Skins, also für alles eigentlich. Das wird sehr, sehr cool. Habe ich auf jeden Fall seit einiger Zeit drauf gehofft, dass sie es endlich einfügen. Haben sie nicht gemacht bis jetzt. Aber ja. Grundsätzlich muss ich sagen, super Anniversary. Und von dem, was angekündigt oder geleakt wurde, wirklich, ja, habe ich wieder Lust auf DBD bekommen. Ich war eine Zeit lang war ich relativ demotiviert, jetzt die letzten Wochen nicht, oder ein, zwei Monate, aber davor. Und ich muss aber sagen, ja, DBD hat mich wieder. Ich hatte Angst, dass Anniversary schlecht werden würde, aber ich wurde vom Gegenteil überzeugt. Ja, ich bin tot, oder? Ja, ich bin tot. Well played, okay. Was ist eure Meinung zum Anniversary und zu den kommenden Changes? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr darüber freuen, das mal zu erfahren. Oder sagt es mir auch gerne im Discord-Server. Dann können wir ein bisschen drüber diskutieren. Haben wir in den letzten Tagen relativ häufig gemacht. Und mache ich dann auch sehr, sehr gerne, weil wenn man bedenkt, es gibt halt zwei Lizenzen, von denen wir noch nichts wissen. Und es sollen ikonische Lizenzen sein. Was bleibt dir übrig? Also ikonisch würde ich als sowas wie Freitag der 13. einstufen, Hellraiser, das haben wir zwar schon, aber Candyman ist auch eine Option, vor allem jetzt, wo halt die Firma oder das der Konzern, der die Candyman-Lizenz besitzt oder besessen hat, der wurde aufgekauft von Netflix, nicht Netflix, tut mir leid, um Gottes Willen, nicht Netflix, Amazon. Und da Amazon ja eine Partnerschaft mit, what the fuck, was soll das denn? Yep. Apropos Anti-Camping. jetzt, wo halt Amazon eine Partnerschaft mit Behavior gemacht hat, also Amazon Prime Gaming meine ich damit, hätten wir vielleicht sogar die Option, die Möglichkeit irgendwie, ja, Candyman zu bekommen. Und ehrlich gesagt, I would love it. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich würde sagen, das war's auch schon für dieses Video. Gebt gerne ein Like, wenn es dir gefallen hat. Komm gerne in meinen Discord-Server, lass ein Abo da, wenn du mehr sehen möchtest. Dann sehen wir uns nächste Woche im PTB wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.